Sie werden mich hören. Herzlich willkommen bei der Pressekonferenz zur aktuellen Situation des Schiffes Lifeline. Ich stelle mich kurz vor, dann stellt sich das Podium kurz vor und dann geben wir einen Überblick über die aktuellen Ereignisse. Bisschen lauter, ne? Dann geben wir einen Überblick über die aktuellen Ereignisse und wie der Stand der Dinge derzeit ist. Mein Name ist Marie Naas, ich spreche von Lifeline. Das ist erstmal alles, was ich hier zu sagen habe. Mein Name ist Johannes Weyer, ich bin Vorstandsvorsitzender von Sea-Watch und vertrete hier die Organisation Sea-Watch. Mein Name ist Philipp Kölker, ich komme von Jugend Rettet und bin dort Pressesprecher und Mitglied des Vorstands. Ich bin Matthias Lehnert, ich bin Rechtsanwalt in Berlin im Bereich Asylaufenthaltsrecht und versuche so eine rechtliche Einschätzung zu geben und den Freien ein bisschen zu unterstützen. Okay, ein kurzes Update zur aktuellen Situation der Lifeline. Sie werden es medial verfolgt haben. Nach 6 Tagen auf See konnte Lifeline gestern endlich den maltesischen Hafen erreichen und hat offiziell die Autorisierung bekommen, in Malta einzulaufen. Das ist geschehen. Alle Menschen sind von Bord. Sowohl die Crew als auch der Kapitän sind im Hotel und es geht in den Umständen entsprechend gut. Alle 234 Geflüchteten sind ebenfalls von Bord und werden jetzt von maltesischen Behörden vermittelt oder es werden verschiedene Verfahren eingeleitet. 6 Menschen unter den Geflüchteten sind nun im Krankenhaus und 3 Babys. Da haben wir keine weiteren Informationen derzeit. Alle Anschuldigungen, die in den letzten Tagen vehement gegen uns erhoben wurden, von verschiedenen Innenministerien und verschiedenen Regierungen innerhalb der Europäischen Union, weisen wir scharf von uns und können im Moment auch nicht bestätigen, dass es Anschuldigungen gibt. Es gibt keine Anklage, es gibt keine Verfahren, die gerade erhoben werden, das ist Stand jetzt. Und das ist alles, was wir derzeit sagen können. Wir haben die ganze Zeit auf See und während der Aktion international gefolgt. Wir haben uns an alle internationalen Konventionen gehalten. Und ich finde, das bestätigt eben auch die Tatsache, dass es derzeit keine Anschuldigungen gibt, die gegen uns erhoben werden, dass es keine Klage gibt, die gerade irgendwie anhängig ist. Das ist alles, was wir gerade sagen können. Wir haben im Publikum verschiedene Abgeordnete von der Grünen und Linken Fraktion im Bundestag. Davon waren 3 ebenfalls auf der Lifeline letzte Woche. Und ein Bundestagsabgeordneter von Die Linke hat eine kleine Anfrage gestellt. Die können gleich nochmal ein kleines Update geben, wenn Sie möchten. Wir müssen noch auf die grünen Kollegen warten. Das ist im Moment alles, was wir zur Situation sagen können. Wir warten, bis alle Abgeordneten da sind. Dann können Sie auch das Wort ergreifen, wenn Sie das möchten. Wenn es sonst nichts gibt, müssen Sie noch kurz eine Einschätzung geben. Sind alle da? Perfekt. Ja, super. Dann würde ich die Bundestagsabgeordneten bitten, sich kurz vorzustellen und die Delegation Mittelmeer, also alle Abgeordneten, die auf der Lifeline waren, eine kurze Einschätzung zu geben. Und dann kann Herr Rundhof vielleicht eine kurze Einschätzung zu der kleinen Anfrage geben und dann sind wir auch. Wir haben dann die große Bühne. Vielen Dank. Mein Name ist Michael Brandt. Ich bin in der Linksfraktion, dort Obmann im Menschenrechtsausschuss und war mit den Kolleginnen der Grünen Fraktion in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Lifeline. Wir sind spontan aufgrund der aktuellen Situation Sonntag nach Malta geflogen, haben dort im Hafen ein kleines Schiff geschartert und sind dann rausgefahren zur Lifeline, einmal um uns natürlich ein Bild zu machen von der aktuellen Situation, aber auch um den Scheinwerfer größer zu machen auf diese humanitäre Katastrophe, die da stattgefunden hat. Als allererstes, glaube ich, kann ich für uns alle sagen, dass wir hoch erleichtert sind, dass das Schiff endlich im Hafen angekommen ist, dass die Menschen endlich von Bord sind und in Sicherheit sind. Es ist allerdings doch schockierend, wie lange das gedauert hat und dass es erst so weit kommen musste, wie es gekommen ist. Man muss einfach sehen, dass es auf diesem Boot unglaublich eng war. Es ist also kein großes Schiff, dort waren 234 Geflüchtete drauf.
eng an eng, dicht an dicht, nicht irgendwie unter Deck oder so, sondern auf Deck, gedrängt bis an die Reling. Und diese Menschen haben teilweise eine Fluchtgeschichte hinter sich, die über 2 Jahre zurückliegt und wurden dann eben auf diesem Boot quasi von den europäischen Regierungen im wahrsten Sinne des Wortes hängen gelassen. Es musste leider so weit kommen, dass das Wetter tatsächlich umgeschlagen ist und die Menschen, die teils unterernährt sind, teils krank waren, damit wieder in eine akute Gefahrenlage gebracht wurden. Man muss es ganz klar so sagen, der Kapitän hat uns gegenüber gesagt, wenn die Wellen höher werden, dann ist die Sicherheit der Menschen an Deck nicht mehr gewährleistet. Und ich finde auch, dass die Bundesregierung dort eine sehr schlechte Rolle gespielt hat. Bis jetzt weigert sich die Bundesregierung eben auch, sich an einer europäischen Lösung zu beteiligen und Geflüchtete von der Lifeline aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein fatales Signal, vor allem in Bezug darauf, wie es weitergeht mit der ganzen Problematik rund ums Mittelmeer. Des Weiteren sind wir sehr schockiert darüber, über die Äußerungen, die teils aus der Bundesregierung kamen, im Verhältnis gegenüber den Seenotretterinnen auf dem Mittelmeer, dass dort eine Kriminalisierung eingefordert wird von deutschen Behörden, ist wirklich ein Skandal. Denn man muss einfach sehen, die Menschen, die dort noch aktiv sind und Menschen retten, sind eigentlich die letzte Bastion der Menschlichkeit zwischen Europa und der Europäischen Union. Und die jetzt zu kriminalisieren und hier öffentlich an den Pranger zu stellen, ist wirklich ein Skandal. Das muss aufhören. Was wir fordern, was ist die Perspektive? Die Forderung ist ganz klar, es muss endlich eine staatlich organisierte zivile Seenotrettung geben, damit das Sterben im Mittelmeer endlich aufhört. Und bis das passiert, gilt es, die NGOs, die vor Ort aktiv sind, auch aktiv zu unterstützen und sie nicht an ihrer Arbeit zu behindern, wie man es vor allem zum Beispiel dadurch macht, indem man völkerrechtswidrigerweise immer mehr Verantwortung auf die libysche Küstenwache abgibt, die gar nicht in der Lage ist, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Ja, guten Morgen, Luise Amtsberg und mein Kollege Manuel Sarrazin. Wir beide waren ebenfalls vor einigen Tagen auf der Lifeline und können uns den Beschreibungen anschließen. Es wurde viel darüber berichtet. Unser Fokus liegt natürlich jetzt als Abgeordnete und deshalb waren wir natürlich auch vor Ort darauf, zu gucken, wie die politische Debatte hier im politischen Berlin weitergeht und das zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass die zivile Seenotrettung eine Stimme im Deutschen Bundestag hat, ist für uns selbstverständlich. Haben wir gestern mehrfach bewegt. Man muss aber auch sagen, die Gemengelage in Berlin ist schwierig. Hier werden große Vorwürfe auch erhoben, das Völkerrecht und auch die Menschenrechte als Thema damit zu verknüpfen. Das muss jetzt auch Auftrag der Demokraten Bundestag sein, dafür werden wir uns stark machen. Ansonsten kann ich nur sagen, die Beschreibung über den Zustand der Seenotrettung und all die Herausforderungen, die damit zusammenhängen, die können die Organisationen, die hier vertreten sind, sehr viel besser beschreiben als wir. Wir begleiten uns als unseren Auftrag, das vor allen Dingen auch parlamentarisch mit zu begleiten. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist André Humko, ich bin europapolitischer Sprecher der Linksfraktion und ich sitze jetzt hier, weil ich seit Jahren über kleine Anfragen das Thema Unterstützung der libyschen Küstenwache begleite, kritisch begleite. Wir haben jetzt eine ganz aktuelle Antwort nochmal gekriegt auf eine neue kleine Anfrage, die wir gemacht haben, wo sozusagen klar wird, dass die libysche Küstenwache, die libysche Marine, Unterstützungsgelder beim Aufbau von Überwachungsfähigkeiten bekommt aus einem EU-Programm, das nennt sich Aurora, die Morgenröte, ziemlich zynisch aus unserer Sicht. Und das Ziel dieses Programms ist der Aufbau einer Rettungsleitstelle in Libyen, die bis 2020 fertig sein soll. Man muss dazu sagen, das wissen Sie wahrscheinlich, dass die libysche Küstenwache, dass insgesamt natürlich auch der libysche Staat überhaupt gar nicht über die menschenrechtlichen Voraussetzungen verfügt. Es wird jetzt sozusagen in einem Übergangsstadium, und das ist offenbar auch seit gestern der Fall, ist ein italienisches Kriegsschiff an der libyschen Küste, das sozusagen die Funktion einer Interims
Seenotrettungsstelle übernimmt. Und auch das ist aus unserer Sicht höchst kritikwürdig. Also wir fordern nach wie vor, dass unter den jetzigen Bedingungen die Kooperation mit der libyschen Küstenwache eingestellt wird, vor allen Dingen die Unterstützung eingestellt wird, die Anbindung der libyschen Küstenwache an europäische Informations- und Datenaustauschsysteme. Und ich meine, Sie haben das auch mitgekriegt, gestern hat sowohl der UNHCR als auch die International Migration Organization als auch die Parlamentarische Versammlung des Europarates sehr deutliche Kritik daran geäußert, wie von Seiten der Europäischen Union und der europäischen Mitgliedstaaten hier sozusagen das abgeschoben wird auf vorgelagerte Staaten. Und diese Politik kritisieren wir sehr deutlich und werden da auch dranbleiben. Vielen Dank. Ich hätte ein paar Fragen zu dem Ablauf, der ich glaube vielen von uns noch nicht so ganz klar ist. Könnten Sie sagen, wann die Lifeline erfahren hat, dass jemanden Hilfe brauchten, wo sie hingefahren ist, in welchem Zustand das Schiff der Migranten war und wie dann die Kommunikation mit möglichen Leitstellen anderen Schiffen ablief? Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat der Kapitän der Lifeline Radarsignale auf der Bridge des Schiffes wahrgenommen, dass es ein Boot in Seenot gibt. Die Lifeline hat Kurs auf dieses Boot genommen und hat unverzüglich die Seenotrettungskoordinierungsstelle in Rom darüber informiert. Dann ist die Lifeline eingetroffen in dem Seenotrettungsgebiet, das waren 19 Meilen vor der libyschen Küste. Und Rom hat kommuniziert, dass die libysche Küstenwache zuständig ist und dass sie bald eintreffen wird. Das war zu dem gegebenen Zeitpunkt nicht der Fall. Die Lifeline war das einzige Schiff, was vor Ort war und das einzige Schiff, was ausgestattet war, um diese Menschen retten zu können. Es handelte sich um ein Schlauchboot in sehr schlechtem Zustand. Es war akute Lebensgefahr für die Menschen vorhanden und der Kapitän hat entschieden, dass diese Menschen unverzüglich gerettet werden müssen. Kurze Zeit später, darüber wurde Rom die ganze Zeit informiert. Kurze Zeit später gab es einen zweiten Distress Call, 22 Meilen vor der libyschen Küste, und das gleiche Prozedere ging von vorne los. Auch zu diesem Zeitpunkt war die libysche Küstenwache nicht zugegen. Als beide Rettungen abgeschlossen waren und es einen dritten Distress Call gab, der aber nicht abgeschlossen werden konnte, weil das dritte Boot nicht gefunden wurde, traf die libysche Küstenwache ein. Also sehr verzögert. Und Rom war kontinuierlich abgewertet über die Situation auf dem Schiff und die Situation der Migranten in den Booten. Das AA, das aus der Gantenpresse eingeräumt ist, ihr mit dem AA in Kontakt gestanden habt, könntest du das mal ausführen? Seit wann ihr mit dem Auswärtigen Amt wie in Kontakt steht? Gibt es vielleicht im Hintergrund Hilfe von der Bundesregierung nach außen? Machen Sie ja dicht, beziehungsweise versuchen euch irgendwie zu kriminalisieren, aber gibt es vielleicht im Hintergrund tatsächlich Hilfe? Wir haben am Donnerstag das Auswärtige Amt sofort informiert und Hilfe angefragt. Das Auswärtige Amt war zunächst sehr kooperativ und hat gesagt, dass verschiedene Möglichkeiten ausgelotet werden und dass sie die Situation auf dem Schirm haben und weiter verfolgen werden. Es ist aber bis dato nicht an uns herangetragen worden, inwiefern das wirklich passiert ist. Also das Auswärtige Amt wurde am Donnerstag gerade in Kenntnis gesetzt. Wir hatten keinen weiteren Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Es muss geklärt werden, inwiefern andere involvierte Parteien diesen Kontakt hatten. Aber Stand jetzt ist, dass wir ja keinen weiteren Kontakt hatten. Es ist vielleicht nicht gut zu sagen, dass die deutsche Botschaft in Malta gerade den deutschen Staatsbürgern auf Malta Unterstützung angeboten hat und auch juristischen Beistand angeboten hat, sollte der notwendig werden, was de facto im Moment nicht der Fall ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass es keine rechtliche Möglichkeit gibt, Nationalität zu definieren. Also wenn zum Beispiel jemand im Boot sagt, er ist ein Deutscher,
da muss erstmal die Deutsche anerkannt werden. Wie steht ihr dazu, zur Frage der Nationalität? Es ist nicht unsere Aufgabe als zivile Flotte, Nationalitäten zu überprüfen an Bord. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir retten Menschenleben. Liebe Kupan, ADPA, vielleicht können Sie noch was zu rechtlichen Konsequenzen jetzt sagen. Was passiert mit dem Schiff? Aus Malta kam die Ankündigung, dass es beschlagnahmt werden soll. Was ist mit dem Kapitän? Also im Moment liegt uns keine Anklage vor. Im Moment sind alle sicher in Malta untergebracht. Es wurden keine Anklagen gegen uns erhoben, Stand jetzt. Das heißt, das Einzige, was wir bekommen haben, waren in den letzten Tagen reißerische Ankündigungen und Anschuldigungen aus verschiedenen Innenministerien. Aber mit uns wurde darüber nie kommuniziert. Wir wurden auch nie direkt adressiert. Wir haben die meisten Informationen über Medienberichte oder Tweets von Premierministern erfahren oder von Innenministern persönlich, aber wir wurden nie per E-Mail oder per Telefon über irgendwas informiert. Und es gibt schon jetzt keine Anklage. Und das Schiff? Das Schiff ist schon jetzt auch nicht konfisziert. Und was planen Sie mit dem Schiff? Wie soll es jetzt weitergehen? Fahren Sie gleich wieder raus? Das müssen wir intern lösen. Erstmal muss es darum gehen, dass es der Crew gut geht und dass sich die Lage irgendwie entspannt und dass sich alle sortieren können. Aber da hier können wir noch keine Aussagen machen. Liebe Welt, ob ihr die Aussagen des Innenministers, der die Crew der Lifeline Zitat zur Rechenschaft ziehen möchte? Ja. Ja, ne? Also ich würde sagen, was uns alle hier eint, das betrifft ja nicht nur Lifeline, das betrifft die anderen Organisationen ja gleichermaßen. Wir sehen es ganz klar so, dass wir hier einer Kriminalisierungskampagne ausgesetzt sind. Wir werden zu Sündenböcken gemacht für eine gescheiterte Migrationspolitik auf europäischer Ebene. Regierungen bekommen es seit Jahren nicht hin, eine faire Lösung zu finden für die Situation, die wir derzeit haben. Deswegen gibt es uns überhaupt. Es gibt uns nur, weil Staaten ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Und populistische Äußerungen aus dem Innenministerium ist uns eigentlich nicht wert, kommentiert zu werden. Die kriegen schon viel zu viel Raum in der Berichterstattung gerade. Paul Nachtwey vom Tagesspiegel. Sie haben ja jetzt schon öfter mal angesprochen, dass es Vorwürfe gibt von Innenministern und von verschiedenen Regierungen. Da wurde genannt, dass der Transponder zwischendurch ausgeschaltet wurde und dass das Schiff staatenlos sei. Die Vorwürfe stehen ja jetzt im Raum. Vielleicht können Sie dazu noch mal stellen. Wir haben das Bayer von Sie. Johannes Bayer von Sea-Watch. Die Anschuldigung mit dem Ausschalten des Transponders, das gibt es ja schon ein paar, schon fast ein Jahr, dass verschiedene Populisten das vorwerfen. Das ist eine technische Frage. Kein Schiff in dieser Gegend schaltet seinen Transponder aus. Diese Transponder haben eine gewisse Reichweite, die sie abdecken. Die meisten Politiker oder auch andere Leute, die sich mit diesen Anschuldigungen die verbreiten, benutzen meistens Internetseiten, wo sie das nachgucken können. Diese Internetseiten können nur das abbilden, was, wenn das Funksignal von einer Station an Land aufgefangen wird. Auf See wird diese Transponder nicht abgeschaltet, das gab es noch nie und ist auch nicht nachgewiesen. Zum Thema der Flagge, die Lifeline, so wie auch alle anderen Schiffe, sind registriert. Da gibt es verschiedene Registrierungen, relativ kompliziert. Da ist nie ein Rechtsbruch vorgefallen. Was argumentiert wird von der niederländischen Seite ist, dass die Lifeline nicht dem nach UN-Close nicht dem Recht des Flaggenstaates entspricht, da die Registrierung dafür nicht ausreicht. Das bedeutet aber nicht, dass es eine nicht rechtens, also die Registrierung ist rechtens. Was da versucht wird, ist natürlich von der niederländischen Regierung da auch sich der Verantwortung zu entziehen. Die Sea-Watch fährt jetzt nächste Woche raus. Wir haben nach UN-Close das niederländische Flaggenrecht und dann müssen wir mal gucken, wie dann die Anschuldigungen sind und ob dann der sich dann auch aus der Verantwortung rauszieht. Ich glaube, es ist ein gesamteuropäisches Problem, dass natürlich jedes Land irgendwelche Möglichkeiten versucht zu finden, sich aus der Verantwortung zu ziehen.
etwas zu bewegen. Peter Sawicki, Deutschlandfunk. Ich wollte nochmal nachhaken, was Sie jetzt mal gesagt haben. Wir möchten den Aussagen des Innenministers und so weiter nicht so viel Raum einräumen. Trotzdem nochmal die Nachfrage zur Gesamtdebatte Sachen Asyl und Migration und das, was auch auf europäischer Ebene diskutiert wird, als kurzfristige, als langfristige Maßnahme in Sachen Zentren in Nordafrika und was da alles in der Debatte drin ist. Wie bewerten Sie, was für ein Gefühl haben Sie angesichts der Debatte sozusagen, in welche Richtung das geht, was europäisch überhaupt möglich sein kann, wo man sich einlassen kann? Genau, also die Debatte ist ja schon ein bisschen älter. Da geht es um zu versuchen, mit der Dublin-Regulierung eine faire Lösung zu finden für Staaten. Italien ist natürlich geografisch, genauso wie Malta, die nächsten Länder an diesem Problem. Die gesamte Debatte driftet aber dahin ab, die NGOs, die dort arbeiten, zu diffamieren und denen sozusagen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass die Leute in Italien anlanden. Fakt ist aber, dass wir nur ein kleiner Teil davon sind, die Leute retten und nach Italien oder Malta bringen, jetzt kürzlich. Die meisten Menschen werden durch die europäische Militäroperation vor Ort, die NATO-Operation oder kommerzielle Schiffe sowie die italienische Küstenwache nach Italien gebracht. Das wird immer gerne ausgeklammert in der Gesamtdebatte. Wir von Sea-Watch sehen ganz klar, dass es nur eine europäische Lösung für dieses Problem gibt. Das Problem verschiebt sich jetzt nur dahin, dass weniger Rettungsschiffe vor Ort sind. Das heißt, jetzt müssen kommerzielle Schiffe retten. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber die Alexander Maersk hatte genau das gleiche Problem wie die Lifeline zur gleichen Zeit. Die wurden aber in Italien in den Hafen gelassen nach einer gewissen Zeit mit 120 roundabout Personen an Bord. Das heißt, das Problem bleibt weiter bestehen. Es werden mehr Menschen sterben im Mittelmeer und es ist extrem wichtig, jetzt eine Lösung zu finden, was mit den Menschen passiert und vor allem auch die Verantwortung von Europa, eine Lösung zu finden, was mit den Menschen passiert. Wir sehen nicht, dass es eine Lösung ist, die Zentren zurück nach Libyen oder an die afrikanische Küste zu bringen, weil in Europa vertreten wir hoffentlich immer noch die Menschenrechte und diese Werte. Die können einfach nicht garantiert werden in Lagern in Algerien, Tunesien oder auch vor allem nicht in Libyen. Ich glaube, die Berichte sind jedem hier in dem Raum bekannt. Das kann man öffentlich nachlesen, wie Menschen dort behandelt werden. Deswegen muss es eine europäische Lösung geben. Noch eine Anmerkung wegen dem Stichwort europäischer Lösung. Wir haben heute EU-Gipfel und das wird wieder ein großes Thema sein. Und man kann medial ja überall nachlesen, dass Angela Merkel sich um eine europäische Lösung bemüht. Ich finde, was ganz wichtig ist, nochmal irgendwie darzulegen, ist, dass es einen Dublin-Reformvorschlag des Europäischen Parlaments bereits seit Winter 2017 gibt. Also wir müssen irgendwie mal ganz klar gucken, es ist irgendwie eine Frage von politischem Willen und es ist wirklich eine Frage von Machbarkeit und der Europäische Rat hat es versäumt, bis heute seinen Teil als legislativer Mitspieler in der Europäischen Union einen Vorschlag vorzulegen. Das Europäische Parlament hat mit 6 Fraktionen, 180 Parteien europaweit einen Dublin-Reformvorschlag hingelegt. Nun liegt es am Europäischen Rat, diesen Reformvorschlag aufzugreifen, eine eigene Position zu formulieren. Das wäre eine europäische Lösung. Diese Dinge passieren nicht. Ich finde, dass das einen viel größeren Raum braucht in der Debatte, dass auf europäischer Ebene das Europäische Parlament mit Vorschlägen kommt, die der Europäische Rat blockiert und dass nationale Interessen einfach vor allem in der ersten Reihe stehen. Und ich gehe nicht davon aus, dass heute beim EU-Gipfel in Brüssel das irgendwie geändert wird, aber es gibt europäische Lösungen, die auf dem Tisch liegen. Die liegen auf dem Tisch. Die Staatschefs müssen diese Ideen, die dort auf dem Tisch liegen, aufgreifen und damit arbeiten. Ich habe verstanden, dass es ein bisschen Verständnis gibt für die italienischen Leute, die das Land, das sich überfordert fühlt und auch allein gelassen fühlt und so weiter. Eine politische Frage, wie das der in
Italien kommt, in Europa angekommen ist. Das ist das Prinzip, das jetzt die Regierung durchsetzen möchte. Ist eurer Meinung nach richtig? Und die Tatsache, dass jetzt der Versuch ist, immer wieder diese Leute zu verteilen, sofort, ist es eurer Meinung nach prinzipiell richtig? Und sonst, welche Lösung sind hier auf dem Tisch oder konkret zu unternehmen? Also ich denke, dass wir sagen können, dass wir volles Verständnis für die Belastung Italiens haben. Es ist, kann nicht sein, dass Anrainerstaaten im Mittelmeer die einzigen sind, die die ankommenden Menschen versorgen müssen und ein Asylverfahren gewährleisten müssen. Es kann nicht sein, dass es dafür keine europäische Lösung gibt. Und Italien wurde in den letzten Jahren massiv alleine gelassen, genauso Griechenland. Und das ist absolut untragbar, dass diese Länder alleine gelassen wurden. Dann ist es doch mal relativ einfach, dann auf rechte Parteien zu verweisen, die jetzt Innenministerien innehaben und zu sagen, ja guck mal, das passiert eben, ja, tralala. Es kann einfach nicht sein, dass Länder alleine gelassen werden und dafür braucht es eine europäische Lösung, die machbar wäre. Das ist irgendwie ganz offensichtlich, dass sie machbar wäre. Das passiert nicht. Die deutsche Bundesregierung hat eine hohe Verantwortung, dass das nicht passiert. Wir bedauern die Aussagen von Herrn Salvini sehr. Wir finden, das ist in keinster Weise fair. Er hat auf jeden Fall Äußerungen getätigt, die unterirdisch sind. Entschuldigung, aber es spricht unglaublich viel. Was genau? Naja, dass wir nicht das Recht eingehalten haben, dass wir mit Schmugglern kooperieren, dass wir Menschenfleisch an Bord haben. Das sind alles Äußerungen, von denen wir zutiefst schockiert sind. Das ist ja aber nicht nur Italien. Und Italien als solches ist alleine gelassen worden und das kann auf jeden Fall nicht so weitergehen. Da haben wir großes Verständnis für. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen zur libyschen Küstenwache. Habt ihr Erfahrungen mit der libyschen Küstenwache gemacht? Und war die vielleicht mal außerhalb ihrer eigenen Zone? Hat euch bedrängt in irgendeiner Weise in den letzten Monaten? Und berichten euch die Geflüchteten, die Menschen auf den Schiffen vielleicht von den Zuständen in den libyschen Lagern, warum sie vielleicht die Reise auf sich genommen haben, wie man selbst Diplomatenberichte aus Deutschland oder deutsche Diplomatenberichte berichten von KZ-ähnlichen Zuständen, wird euch das auch berichtet? Ja, das wird definitiv auch berichtet. Es gibt sehr schlimme Erfahrungsberichte, die der Crew an Bord regelmäßig bei allen Schiffen, die operieren, zugetragen werden. Viele Menschen werden gefoltert, es gibt Sexübergriffe, Vergewaltigungen. Und definitiv sklavenähnliche Zustände, das ist hochdramatisch. Zusammenstöße mit der libyschen Küstenwache hatten wir alle. Ein sehr dramatischer Fall war Sea-Watch letztes Jahr. Möchtest du da was zu sagen? Genau, also ich glaube, dass jede Organisation, die auf dem Mittelmeer operiert, sei es Ärzte ohne Grenzen, Lifeline, CI oder auch Sea-Watch, mehrfach in verschiedener Art und Weise mit der libyschen Küstenwache zusammengestoßen ist. Ich muss klar sagen, dass wir dort in einem Rahmen operieren, wo die höchste Priorität ist, Menschen vor dem Ertrinken, vor dem direkten Ertrinken zu retten. Da geht es wirklich dann auch darum, ob jetzt jemand lebt oder nicht lebt. Auf dieser Ebene kooperieren wir mit allen Parteien, die dort vor Ort sind. Die libysche Küstenwache hat sich bis dato immer nicht kooperativ gezeigt, was zum Beispiel im November auf einer Mission, bei der ich an Bord war, dazu geführt hat, dass wahrscheinlich mehr als 30, 40 Personen dort ertrunken sind, da sie einfach ihre Schiffe nicht ausgestattet sind, um professionelle Rettung durchzuführen. An Bord kein Englisch gesprochen wird, das heißt, die Kommunikation mit diesen Personen ist eigentlich nicht möglich, was total wichtig ist in so einer relativ komplexen Rettungsoperation, dass man sich gut abspricht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass auch viel Gewalt von der libyschen Küstenwache ausgeht gegen die Geflüchteten, aber auch gegen unbewaffnete NGOs, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, auf die geschossen wurde. Unsere Schiffe, die gewaltsam gebordet wurden von der libyschen Küstenwache. All diese Sachen sind immer, und das vielleicht mal unterstreichen, außerhalb territorialen Gebietes Libyens passiert, immer außerhalb der 12 Meilenzone, die zu libyschen Territorien gehört. Und damit auch einfach unrechtes Verhalten von Seiten dieser sogenannten libyschen Küstenwache ist. Wenn wir dort arbeiten, ist es immer eine sehr, sehr große Anspannung, wenn die da vor Ort ankommen, weil natürlich immer die Sorge ist, dass sie unprofessionell in eine Rettung eingreifen
mit natürlich auch, und das in mehreren Fällen jetzt schon bestätigt, mit tödlicher Folge. Und da fragt man sich dann auch schon, es wird viel darüber geredet, was die NGOs alles falsch gemacht hätten. Es gibt bis jetzt keine Anklage, es gibt niemanden, der hinter Gittern sitzt. Die libysche Küstenwache ist bewiesen verantwortlich für den Tod von mehreren Menschen. Und da vermisse ich ein bisschen die Debatte in die Richtung, dass mal geguckt wird, wer ist da eigentlich verantwortlich für diese Unfälle. Da sind hunderte von Menschen gestorben. Da wird dann sehr viel drüber geschrieben. Finde ich sehr schade. Ihm wird ja auch vorgeworfen wieder von europäischen Innenministern, dass sie sich nicht an die Anweisungen der italienischen Stelle gehalten haben. Vor allem geht es darum, dass sie nicht auf die libysche Küstenwache gewartet haben. Vielleicht können Sie mal erzählen, was passiert wäre, wenn die sich an die Anweisungen von Italien in dem Fall gehalten hätten. Kann man das so formulieren? Ja. Die libysche Küstenwache war nicht zugegen, als Lifeline mit dem Flüchtlingsboot in Kontakt getreten ist. Lifeline war das einzige Schiff vor Ort, was helfen konnte und was geholfen hat. Das ist eine Frage von Minuten, da muss man schnell entscheiden. Da kann man nicht warten, bis eine libysche Küstenwache kommt, die nicht vor Ort war. Zumal auch klar ist, dass die Lifeline das einzige Schiff ist, in diesem Kontext gewesen ist, dass die Rettung überhaupt adäquat vollziehen konnte. Die libysche Küstenwache und deren Schiffe sind überhaupt nicht dazu ausgestattet, diese Rettung adäquat zu vollziehen. Das heißt, es ist fahrlässig, vom Innenministerium zu fordern, dass ein Seenotrettungsschiff, was vor Ort ist, oder den Kapitän dazu aufzurufen, dieser Hilfestellung nicht nachzukommen, wenn man dazu in der Lage ist, das einzige Schiff vor Ort ist, was diese Rettung durchführt. Ich würde da gerne noch was hinzufügen. Ich finde das wieder auch ein Beispiel dafür, wie versucht wird, die Debatte zu verdrehen und Punkte zu suchen, wo sich nach der Meinung des Innenministeriums nicht an Absprachen gehalten wurde. Jedes Schiff, was dort vor Ort ist, hält sich an internationale und nationale Gesetze, an die sich halten muss. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir auch Konsequenzen dafür sehen, die nicht da sind im Moment. Es gibt ein europäisches Papier, was die Definition des Seenotfalles beschreibt. Und das Papier wurde gemacht, das ist öffentlich zu lesen. Das wurde gemacht, um der europäischen Militäroperation im Mittelmeer eine Guideline zu geben, ab wann ein Schiff in Seenot sind. Das hat 7 Punkte. Und ich sage mal 2 Punkte davon, warum ein Schiff in Seenot ist. Einer von diesen Punkten muss erfüllt sein. Ein Punkt ist zum Beispiel, das Schiff kann aus eigener Kraft nicht einen sicheren Hafen erreichen. Seenotfall. Auf dem Schiff ist kein ausgebildetes Personal, was die Sicherheit des Schiffes gewährleisten kann. Also nautisch ausgebildetes Personal. Das ist der zweite Punkt für einen Seenotfall. Es sind schwangere Kinder und Personen, die medizinische Versorgung brauchen. Das wäre ein dritter Punkt. Diese Punkte sind immer dort. Wenn ein Kapitän so ein Schiff erreicht, muss er davon ausgehen, dass das Schiff in Seenot ist. Es hat sich auch gezeigt in der Vergangenheit, dass wenn gewartet wird, wir die Schiffe abbergen, dass dann oft im Schiff Menschen zu Tode gekommen sind, die dann vielleicht nur ein paar Stunden tot waren. Das liegt daran, dass die Menschen dort sehr gedrängt sind, die werden ohnmächtig, fallen dann ins Wasser, liegen unten im Schlauchboot und sind nachher ertrunken. Das heißt, es geht da um Minuten. Es kann nicht sein, dass gefordert wird, dass wir dort vor Ort 2 oder 3 oder 4 Stunden auf die libysche Küstenwache warten, damit die dann kommen und die Leute zurückschleppen. Dass das natürlich ein europäisches Interesse ist, ist ja klar, ne? Dass natürlich versucht wird mit allen Mitteln, ob Menschen dabei sterben oder nicht, weil sobald die Menschen auf unserem Schiff sind, ist klar, dass die Menschen in einen sicheren Hafen in Europa kommen und nicht wieder zurück in ein Foltergefängnis in Libyen. Wenn sie aber auf einem libyschen Küstenwachenschiff sind, geht es natürlich zurück nach Libyen. Und das ist einfach von der Europäischen Union oder den europäischen Ländern so gewollt. Und da wird natürlich dann versucht, genau mit solchen Fragen und solchen Anschuldigungen davon abzulenken, wer eigentlich wirklich den Rechtsbruch nach internationalem Recht und auch nationalem Recht macht. Frage an Lübcke von Neuen Deutschland. Ich hätte eine Frage, wenn jetzt an Sea-Watch und an Lifeline, wenn jetzt jede Mission zu einer Irrfahrt wird und ihr keine Infrastruktur mehr in Malta habt oder den lang gestellten Gegner anbieten müsst, wann ist denn der Punkt gekommen, wo ihr sagt, unter solchen widrigen Umständen können wir gar nicht mehr retten? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage.
Das müssen wir unter uns Organisationen klären und besprechen. Wir wissen, dass wenn wir nicht vor Ort sind, mehr Menschen sterben. In der Zeit, als die Lifeline keinen sicheren Hafen bekommen hat, in den letzten Tagen sind 220 Menschen ertrunken. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Tatsachen. Der muss aufgezeigt werden. Das heißt, wir wissen, wie fatal es wäre, wenn wir nicht mehr vor Ort sind. Wir wissen aber auch, dass unsere Arbeit massiv erschwert wird und wir können jetzt so eine Lifeline-Situation nicht jede Woche haben. Da habe ich aber keine abschließende Antwort drauf. Dann vielleicht noch kurz die Seite von Sea-Watch erklären. Natürlich ist das ein großes Thema, was uns beschäftigt im Moment, da wir nicht wissen, ob Malta noch als operative Basis möglich ist, da der Druck der europäischen Regierung jetzt auch auf Malta gezeigt wird, wie zum Beispiel das deutsche Innenministerium, was klar gefordert hat, dass die Lifeline festgesetzt werden soll, wenn sie in den Hafen kommt. Aber auch ist es nicht möglich, Personen wie zum Beispiel die Aquarius davor, kurz vor der Lifeline, nach Spanien zu fahren. Das ist zwar jetzt rein technisch ist das möglich, auch wenn das auf dem Rücken der Menschen, die an Bord sind, die da echt dann auch wirklich leiden, 6 oder 7 Tage. Das ist ja, die haben ja keine Kabine auf dem Schiff, die müssen auf dem Deck, auf Gummimatten, auf dem Stahldeck schlafen. Es ist zwar das Mittelmeer, es ist jetzt nicht so kalt, aber wenn Wellen überkommen, werden die Leute nass. Also die Zustände sind katastrophal. Was Marie auch noch gesagt hat, ist auch wichtig. Während die Aquarius 8 Tage irgendwie nach Spanien fährt und wieder zurückfährt, kann die Aquarius nicht im Einsatzgebiet sein. Und UNHCR hat ganz klar gesagt und hat dazu aufgerufen, mehr Rettungskapazitäten zu schaffen, weil einfach die Konsequenz davon, dass wenn keine Rettungsschiffe vor Ort sind, ist, dass Menschen sterben. Und das finde ich doch sehr schwierig und auch persönlich traurig, dass in Kauf genommen wird, dass Menschen dort sterben, um eine europäische Politik, eine Außenpolitik mit aller Gewalt durchzusetzen. Und ich denke, jedem hier muss bewusst sein, dass wenn wir diesen Weg weitergehen, dann gehen wir da über Leichen. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Menschen zurückkommen, die an Bord waren. Können Sie uns etwas über die erzählen, woher die kamen, was das für ein Mischung von Menschen waren, also wie viele Männer, Frauen und Kinder. Und es wird ja jetzt auf dem EU-Gipfel diskutiert, diese Anlandungszentren einzurichten innerhalb der EU. Können Sie sagen, wären Sie bereit, Leute, die Sie aufgreifen, dann dorthin zu fahren, wo sie in irgendwelche Anlandungscamps gesteckt würden? Also es waren 14 Frauen an Bord, 4 Kinder, von 234 Menschen waren 14 Frauen und 4 Kinder. Nationalitäten waren sehr durchmischt, viele Menschen kamen aus Sub-Sahara-Afrika, es gab Menschen aus Bangladesch, Senegal, Côte d'Ivoire, es waren viele unterschiedliche Nationalitäten an Bord. Wir als zivile Seen- und Rettungsorganisation würden die Menschen nicht in Camps nach Nordafrika bringen. Damit würden wir Recht brechen. Es wäre gegen das Zurückweisungsgebot. Das würden wir nicht tun. Das ist ganz klar. Genau. Also es ist ganz klar, dass die Menschen nicht aufgegriffen werden und nach Nordafrika zurückgeschickt werden. Nicht mit uns. Und ich würde mich da von Sea-Watch gerne anschließen. Wir werden uns nicht für diese Rückführung und vor allem auch gegen den Bruch von internationalen Gesetzen werden wir nicht zur Verfügung stehen. Das ist natürlich für uns eine moralisch-ethische Entscheidung, die wir irgendwann treffen müssen. Und das Problem, was Menschenrechtsorganisationen, zu denen wir uns dann auch am Ende zählen, immer haben, ist, dass für uns ist es natürlich sehr schwer, mit Menschenleben zu pokern, was auf europäischer Ebene im Moment gemacht wird. Wir werden nicht dafür zur Verfügung stehen, Menschen zurück nach Libyen oder andere Lager zu bringen, wo Menschenrechte nicht sichergestellt werden können und vor allem, wo auch im Moment es einfach auch rechtlich nicht möglich wäre, das so durchzuführen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich Ihnen vielmals. Auf das Wort.